Also wirklich gar keine Chance. Die macht mich komplett nass, diese Ariel. Ich lass sie aushungern. Ich habe ja keinen Stress gerade eigentlich. Jetzt geht hier bald die Party ab. Das sehen wir jetzt gleich. Oh, ich bekomme ganz ekelhaften Besuch. Und wieder? Wer ist denn noch ekelhaft? Hochelfen. Ah, immer ekelhaft. Ich habe auch keine Zeit mehr, die trostlose Feste einzunehmen. Weil ich habe Hochelfen vor meiner Haustür. Auf die ich mich ganz besonders freue. Malevolent Lord. Ich bin verzweifelt. Scheiße. Ich kann da drüben halt nicht richtig rekrutieren. Das macht es halt so ein bisschen schwierig gerade für uns. Ah, das sind Drachen, Leute. Das sind Drachen. Das sind hundertprozentig Drachen. Eigentlich muss ich Arnheim fallen lassen. Ich kann das nicht halten. Oh. Oh, das sind Drachen. Vicious Dreadlord. Ah. Madness fills the air. Ah. Das klingt alles suboptimal bei dir. Findest du? Die Leute verlangen das. Ja, ja, so ein bisschen. Ich weiß nicht. Dürfte ich empfehlen, dass du den Eisenstachel abreißt, da in 5 Stunden die nächste Rebellion ansteht? Nee, dürftest du nicht, weil das Backseaten ist, erstens, und ich das hier nicht haben möchte, bei keinem Spiel, und zweitens falsch. Ich glaube, ich werde jetzt als nächstes zu Valkia gehen. Ich will diese Festung da. Weil Hellebronn ist ja jetzt komplett im Arsch. Oh, er hat sich zurückgezogen. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Ich zeig dir gleich, warum das falsch ist. Du kennst die neue Funktion der Sklaven der Dunkelelfen nicht. Die können nämlich ein bisschen was Neues. Man hat sie schon optimistischer gehört. Ja, da war aber die fette Kröte, die nebenan ist, noch nicht doppelt so stark wie ich. Ich muss sagen, dass... Mann, wie Hellebronn gar nichts mehr hat, ey, ist das. Das ist pure Poesie. Dieses Kräfteverhältnis ist Poesie. Richtiger Schwächling. Wundervoll, ey.
Also dann nimmst du einfach ein paar Sklavenkinder, stellst diese in die Front ganz vorne und die weichen Elfen machen nichts mehr. Kindermord, das können die nicht. Ich glaube, du kennst die Elfenfraktionen aus Warhammer nicht, Smiling Husky. Das stimmt, ich glaube, die scheißen da durchaus auch drauf. Die scheißen da komplett drauf. Die würden wahrscheinlich nicht mal drüber zielen, weil die Hochelfen sagen würden, oh, pff, unsere Bogenschützen, die schießen durch und da schießen die Armeen dahinter, ja, genau, mit dem gleichen Pfeil. Ja, warum auch nicht? Falsche Fraktion für Mitleid. Ich glaube nicht, dass es eine Fraktion für Mitleid in Warhammer gibt. Überleg gerade, welche Fraktion würde nicht auf die eigenen Kinder schießen? Auf die eigenen ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Wenn die versklavt werden von der anderen Fraktion und dann die andere Fraktion hat 100 Kinder von dir genommen und stellt sie an die Front. Welche Kislev. Fraktion würde sagen, okay, da schießen? Ja, Kislev vielleicht. Kathai vielleicht auch. Kislev, Kathai. Also so generell vielleicht die ein oder andere Menschenfraktion, könnte ich mir vorstellen. Aber die Bretonen, kommt drauf an, ob es Bauernkinder oder Adligenkinder sind, würde ich sagen, Leute. Also wenn es Bauernkinder sind und hast du so einen bretonischen Ritter, die würden ja gar nicht schießen. Die würden ja, das ist eher die Frage, geht der Ritteransturm mitten rein? Bremsen die Pferde. Ja, genau. Und ich glaube, für Bauernkinder, Hallo, Kiva. Hallo, Kiva. Bist du jetzt hier gerade auf? Warum können wir nicht gehen? Das ist eine der Sachen, die ich an Warhammer immer so mag. Alle sind irgendwie nicht die moralischsten und haben einen finsteren Touch. Ja. Ja, ja. Haben sich fangen lassen, Pech gehabt, ist doch dann immer die Rechtfertigung. Ja, 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 ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mein Spiel hat sich aufgehangen. No! Ich krieg meinen Pop-Up nicht weggedrückt. Ich war mir nicht sicher, ob du vielleicht in irgendwelchen Einstellungen drin bist und ich auf dich warten muss, nee, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Okay, dann müsste ich. Ich glaube, das passiert, wenn man das Pop-Up nicht weggedrückt hat und der andere schon in einem Kriegsfenster ist. Kann das sein? Könnte sein. Weil du warst so schnell im Kriegsfenster drin. Gerade. Man muss halt hier, ne? Die Blutlust treibt mich. Dann mache ich eine neue Kampagne. So. Vampire schießen nicht auf eigene Kinder, weil die haben keine, wird hier mit kalter Logik argumentiert. Das stimmt. Das ist ein Argument. So, du hast eine Einladung. Wenn Waldelfen schießen nicht drauf, wenn es Bäume sind. Wird immer alberner hier. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob mir noch eine Fraktion einfällt, aber was ist denn mit dieser guten Feder, diese schönste Frau, die es gibt, die da ja auch so ein bisschen verehrt wird. Dieses Blondie. Wo ist denn ja, die da mal drin? Also ich finde, wie Sigwald auch zeigt, ist Schönheit automatisch mit moralisch reinem Charakter gleichzusetzen. Boah. Deswegen würde ich eindeutig sagen, dass die absolut das nicht tun würde, ja. Wenn sie schön ist, dann ist sie auch perfekt. Und zweifellos. Und mit diesem Statement nutze ich den Ladebildschirm, um kurz aufs Klo zu gehen. bin gleich wieder da. Wenigstens sind die Elfen nicht so feige wie die Elben in Herr der Ringe und verlassen das Land, sobald das Böse zurückkehrt. Also man muss an dieser Stelle sagen, dass das nicht der Grund ist, warum die Elben gehen. that's not the reason why. Die gehen ja auch,
obwohl das Böse quasi nicht siegt, weil einfach ihre Zeit gekommen ist, um zu gehen. Und es ist halt auch einfach ein anderes Franchise, so. Haben die das Land nicht verlassen wegen der Unsterblichkeit? Yep. Also auch nicht direkt nur deswegen, aber grundsätzlich ist einfach die Zeit der Elben vorbei. Die Zeit der Elben in Mittelerde ist vorbei und deswegen ziehen sie weiter in die quasi unsterblichen Reiche der Elben, weil ihre Zeit gekommen ist, weiterzuziehen. Und das passiert halt völlig unabhängig von dem, dass das Böse zurückkehrt. Also die, auch nachdem das Böse besiegt wurde, kommen die ja nicht zurück, beziehungsweise bleiben nicht da. Die ziehen halt weg. Das Zeitalter der Menschen bricht da halt an. Jip. Jip, 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 jip. Das ist doch brutal Propaganda. Ach Quatsch, die Elben ziehen weiter, weil die Grundstückspreise viel zu teuer wurden. Endlich sagt's mal jemand. Das ist unschlagbare Logik. Sind wir weiter bei moralischen Volksdiskussionen? Ja, wir haben gerade debattiert, dass die Elben in Herr der Ringe weggezogen sind, weil die Grundstückspreise zu teuer wurden. Ja, würde ich auch verstehen. Ich freue mich mega auf die Serie. Weiß nicht, ob ich mich drauf freuen soll. Ich bin zumindest gespannt auf die Serie drauf. Sagen wir so. Ich freue mich mega auf die Serie. Ich denke mir halt einfach, ich habe alles von dem Herr der Ringe-Universum und mehr, was mich glücklich macht. Und wenn ich quasi, wenn die nicht gut ist, die Serie, dann leugne ich ihre Existenz. Aber potenziell, das stimmt, kriege ich einfach mehr. Ich kann nur gewinnen, weil das Alte nimmt mir ja niemand weg. Das stimmt. Das ist richtig. Ich will jetzt wirklich hier mal ein bisschen ein paar Leute aufleveln, dass ich mal ein paar normal... So albern, ich habe noch keine normalen Chaoskrieger. Wenn mir einmal diese Barbaren gewiped sind, kurz bevor sie soweit waren, ich habe mega hochstufige Auserkorene und so ein paar Elite-Regimenter, aber meine ganz normalen Barbaren sind immer noch nicht hoch genug gelevelt, dass ich die mal upgraden konnte. Die Serie, ich glaube, ist schon im September. Kommt eine Herr der Ringe-Serie. Bisschen irritierend. What do you bring before the hag sorceress? Du hast das automatisch. Also das ist halt wichtig, dass du die ganzen Warhammer-Teile alle quasi bei Steam hast. Und dann check das. Du musst die halt, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, wie das war, ob man da einfach die mit dem Account verbindet oder ob das Spiel das automatisch checkt. Ich glaube, das ist automatisch. Es geht auch auf anderen Plattformen, du musst sie halt nur alle auf der gleichen Plattform haben. Und weil sie auf allen anderen Plattformen ja erst später kamen, ist es recht wahrscheinlich, dass die meisten halt 1 und 2 auf Steam haben werden. Okay, ich habe bisher nur den zweiten Teil. Lohnt sich das denn, die anderen zu holen für das Immortal Empire? Also, es ist schon sehr geil. Also, ich finde, der dritte ist einfach, also, wenn du Bock auf Warhammer hast und auf Immortal Empire hast, dann ja. Ich würde an der Stelle aber warten, weil es wird safe dem nächsten Sale geben.
damit du den ersten Teil nicht für 60 Euro kaufst, weil das würde ich nicht machen. Nee, nee. Ich würde da echt ein bisschen drauf warten. Nein, erster und zweiter Teil müssen nicht installiert sein, nope. Ich würde einfach auf den Sale warten, dass du es halt billiger kriegst, weil die kommen immer wieder im Angebot und sind dann auch wirklich ordentlich billiger. Also da kann man sich ein bisschen was sparen. Ja. Herr Dumbo. Ich das hier mal meinem Verbündeten schenken, diese Siedlung, weil von der habe ich ja relativ wenig. I watch from the shadows. Ready the lever. What? Phoenix Queen, first sorceress. Dry land. Dreadlord of the Druki. The Mother. You will march. Scour the land. How scheming. So, was ich dir zeigen wollte, ich habe hier kein Korruptionsproblem. Ich habe 200 Sklaven geopfert und habe einen Sklavenansporn und das gibt mir plus 20 Kontrolle und deswegen gibt es ja auch keinen Aufstand. Wie heißt diese Siedlung nochmal? Das ist die schwarze Säule, genau. So, die kannst du haben. Du hast kaum Geld. Bisschen schäbig. Aber ich geb's dir trotzdem, weil ich so ein guter Verbündeter bin. Auch wenn das jetzt ein bisschen sad war. Nee, die DLCs brauchst du nicht unbedingt. Bei den DLCs brauchst du nur das, was du spielen möchtest. Weil alle Fraktionen immer automatisch mit im Spiel drinnen sind. Du musst die nicht extra besitzen. So, das ist doch ganz gut hier. Hellebronn kriegt weiter so richtig auf die Nase. Wie sie es auch, finde ich, einfach verdient hat, nach dem, was sie so gemacht hat. Ja, das Spiel verlockt mich jetzt. Oh je. Ein legendäres Drachen-Oger-Regiment. Oh je, was musst du davon machen? Ich hab's schon, ich muss es einfach nur rekrutieren. Aber dann muss ich ja Oger rekrutieren. Wird das jetzt aufgewogen dadurch, dass es auch Drachen sind? Oder nicht? Das musst du entscheiden. Ja. Das sind so die moralischen Entscheidungen, vor denen du als Sigvald halt stehst. Ne? Das ist gar nicht so leicht. Es ist ein hartes Leben, Sigvald zu sein. Das ist ein armer Kerl. Drachen, Oger und Oger sind nicht das Gleiche. Ja, es stimmt natürlich. Und sie sind sehr mächtig, das ist, Die werden nur als Oger betitelt, aber sind nicht miteinander verwandt. Ja, so könnte man es sich dann durchaus natürlich rechtfertigen, Dankeschön, das Dr. ist Weiler korrekt. Für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiter. Wo Oger drauf Dankeschön. Ist, Oger drinnen, sagen das andere. Ist sehr nett. Dankeschön. Ich find's hässliche nicht schlecht, Fake-Drachen nee. In Sigvalds Reihen wird auch geschrieben. Ja, das ist, ne?
Ah, meine Beine sind eingeschlafen. Ich sollte nicht auf meinen eigenen Beinen sitzen beim Zocken. Großer Fehler. Nee, das ist in der Tat, klingt ungesund. Oger ist Oger, verfalle nicht der dunklen Seite. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, Leute. Also was hat man denn, wenn man keine Prinzipien hat? Dann hat man ja nichts mehr. Ne? Deswegen. Kann ich jetzt vielleicht mal irgendwie was schon mal verbessern? Von meinen, können die hier verbessert werden? Nee, da müssen sie auch, alles muss so hoch leveln, Rang 4, was wollt ihr denn von mir, ey? Das ist richtig schlimm. Nichts kann verbessert werden. Die durchgestrichenen Teile einer Stadt, was meinst du? Meinst du das hier? Das sind andere Städte. Das ist quasi ein Gebiet und dieses Gebiet besteht aus 4 Städten und dann ist das Gebiet vollständig. Und dieses Gebiet wird nicht von mir gehalten, von den Waldelfen. Sorry, wenn ich nerve, aber eine letzte Frage ist mir noch eingefallen. Ist es denn egal, welches von den 3 Spielen man startet oder muss es über den 3. Teil gestartet werden? Es wird über den 3. Teil gestartet. Jawohl. Weil auch mit jedem Spiel die Grafik angepasst und verbessert wurde und neue Einheiten dazu kamen und es sich ja quasi immer weiter gesteigert hat. Ergo, der erste Teil kam, dann kam der zweite, dann wurde der erste Teil inhaltlich zum zweiten hinzugefügt. Das heißt, man bekam quasi beim zweiten Teil nochmal ein komplett neues Spiel und mit dem Mortal Empires wurde alles aus dem ersten Teil auch noch zusätzlich in den zweiten Teil gezogen. Dann kommt der 3. Teil mit seiner eigenen Karte, seinen eigenen Fraktionen und jetzt mit dem Mortal Empires wird der 1. und der 2. Teil vollständig in den 3. Teil mit reingezogen. Und dadurch hast du im 3. Teil jetzt alle 3 Karten. Genau. Mit allen Einheiten und allem aus den vorherigen Teilen. Und nein, man muss nicht alle 3 Spiele installiert haben. Du musst alle 3 Spiele über einen Anbieter quasi besitzen. Also entweder alle 3 Spiele über Steam oder alle 3 Spiele über Epic Store. Du musst sie nur besitzen und du musst nur den 3. Teil installiert haben und du musst nur den 3. Teil starten. Und was wir jetzt auch gelernt haben ist, dass wenn du Immortal Empire mit deinen Freunden spielst, muss nur der Host alle 3 Teile haben. Er kann dich aber, wenn du den 3. Teil hast, trotzdem mit einladen, auch wenn du nicht alle 3 Teile hast. Jetzt kommt dieser dummdreiste Hochelf, Naggarith, gegen mich. Bist du schon im Krieg mit dem? Noch nicht, oder? Mit welchem Hochelfen? Ich habe gefühlt mit allen Hochelfen Krieg. Ich glaube, mit dem noch nicht. Nee, mit allen anderen, dann, ja. Dann ziehe ich dich mal nicht rein. Der ist dreisterweise relativ stark. Das wird interessant. Ey, ich bin doch voll... Was haben jetzt die Hochelfen? Ich bin hier die Geißel der Dunkelelfen. Ich handle doch voll in seinem Sinne. Und dieses Sackgesicht kommt hier an. Ey, ich glaube, das nutze ich mal aus. Schön, dass du hier für mich die Hochelfen, die Dunkelelfen knechtest. Ich glaube, ich hinder dich mal daran. Du Sack, ey. Und du brauchst auch nur die DLCs mit den Sachen, die du selber spielen können möchtest. Es sind immer alle Einheiten im Spiel und die funktionieren alle immer vollständig. Du musst nur die DLCs für die Einheiten haben, die du selber spielen können möchtest. Und du musst auch nicht alle DLCs haben, die deine Freunde haben, mit denen du spielst. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ich mit Maurice und Kalle und was weiß ich und Johnny Immortal Empires spiele, dann haben wir immer alle Inhalte drinnen, nur der Host muss den 1., 2. und den 3. Teil haben und die anderen haben die Fraktionen individuell so freigeschaltet, wie sie DLCs haben und ich so wie ich habe und wir sind da nicht voneinander abhängig. Was tatsächlich sehr praktisch ist, ja. Am Dienstag, Patek. So. Der weiß, dass du keine Drachenoger rekrutierst und nutzt diese Schwäche aus. Boah. Sehr schlimm. Frag mich, ob ich noch Valkia kriege, bevor er mich angreift.
Muss ich das neue Chaos-DLC kaufen, um den Chaos-Rework zu bekommen, oder sind da nur die 4 neuen Chars drin? Nur die 4 neuen Chars. Deswegen, also ich finde es hart, dass der erste und der zweite Teil immer noch 60 Euro kosten, aber dass man den ersten, den zweiten und den dritten Teil besitzen muss, damit man Immortal Empires hat, finde ich gerechtfertigt, weil der erste, der zweite und der dritte sind jeder für sich alleine auch einfach so groß wie komplette, vollständige, einzelne Spiele und Franchises. Wenn man das mit anderen Strategiespielen vergleicht, ist das einfach gerechtfertigt, dass das als eigene Spiele gehandhabt wird, weil dieses Spiel ist wirklich riesig. Wie viele andere Strategiespiele hast du, bei denen du einfach zwischen 40 verschiedenen Fraktionen mit eigenen Einheiten und Spielmechaniken wechseln kannst, das immer noch Updates bekommt, immer noch neuen Content bekommt, immer noch daran gearbeitet wird und wo du wirklich alles aus allen Teilen mitnutzen kannst und die ganzen Updates auch automatisch landen, ohne dass du dir die DLCs kaufen musst. Die DLCs schalten dir nur Einheiten frei, also quasi neue Fraktionen, aber es kommen auch immer noch kostenlose Fraktionen hinterher. Und die ganzen Updates sind auch alle kostenlos. Und dass sie jetzt diese ganze Map überarbeitet haben und die ganzen alten Städte aus dem ersten und aus dem zweiten Teil alle neu überarbeitet haben, damit die so funktionieren wie der dritte Teil mit den Belagerungsschlachten und mit den Türmen und allem drumherum, dafür musstest du auch kein Geld ausgeben. Das kommt einfach automatisch mit dem Update, wenn du die alten Spiele hast. Also das ist schon fein so. Ist schon ein geiles Spiel. Ich glaube, Valkia hat ihre Hauptstadt unbewacht gelassen. Das ist nicht der smarteste Schachzug aller Zeiten. Ich muss hier nochmal zurück, um mich nochmal zu regenerieren, aber das ist nicht der smarteste Schachzug. Und es ist mod-supported, das kommt auch noch dazu. Das Valkia könntest du bereuen. So eine schöne Hauptstadt hier. Dann kriege ich auch noch einen extra Vasall. Moment, ich habe ja jetzt inzwischen hier haufenweise Seelen. Kann ich hier einfach? Das sehen wir jetzt gleich mal. Morathi. Keine Ahnung, wo Valkia selbst tatsächlich gerade sich rumtreibt, weil wenn sie hier nicht ist, wenn sie hier nirgendwo ist. Hallo, Herr Keksdieb. Weil da geht's ja eigentlich nicht, es kann irgendwo hierhin weggesegelt sein, keine Ahnung, aber das ist nicht der schlaueste Schachzug, den sie je gemacht hat. Wenn sie jetzt nicht direkt wiederkommt, dann... Klopp. Ja, also ich meine... Man wird ja auch nicht ein Mann wie Sigvald, wenn man Gelegenheiten, die sich dir bieten, einfach verstreichen lässt, ne? Also du bist so weit oben. Du bist ja schon echt weit weg von mir. Ja, es ist tatsächlich, witzigerweise auf der Karte, als wir die Fraktionen ausgewählt haben, wirkte es näher. Sahen die, aber wir haben ein bisschen unterschätzt, wie groß einfach diese Map ist. Ja. Ne? Wir dachten so, also guck mal, so auf der ganzen Map, ich kann gar also nicht ganz raus. So, jetzt kommt was, dieser komische Zwerg, geh weg. Also wenn man immer mal guckt, Dahl so, hat mir die Karte auch den Krieg erklärt. So, Karte okay. Ist so riesig, ey, das ist so crazy. Warum diese ganzen komischen Zwerge? Ein Bündnis aus Elben und Zwergen. Wo gibt's denn sowas? Ich dachte, die hassen sich. Warum gehen sie jetzt alle gegen mich?
Während ich doch hier, ich meine, ich Stigwal kämpft doch hier voll für das Gute. Guck mal, was ich bislang nur besiegt habe. Ich habe nur Dunkelelfen und Chaosdämonen weggehauen. Und ihr alle kommt an so, oh, Stigwal, ganz schlimm, müssen wir. Was soll denn das? Stigwal kämpft für das Gute. Und niemand kapiert es. Du armer Chaos-Dämon. Aber ich finde, dein Chat interpretiert sehr schön. Der Neid auf die Schönheit. Einfach zu schön. Alle sind eifersüchtig. Hallo, King Kyla. Das ist, ja, richtig. Also gerade so ein komischer, gammliger, bärtiger Zwerg. Der sieht halt jemanden wie Sigwald mit seinem perfekten Haar und seinem hochgewachsenen, muskulösen Adoniskörper und denkt sich, oh nee, das kann nicht sein. Da bin ich neidisch drauf. Das ist auch ein bisschen schäbig. Gut, was der Elf für ein Problem hat, der hat wahrscheinlich gedacht, er ist der schönste Mann der Welt, bis er Sigwald sah. Und dann hat es wirklich so einfach seine Wesensessenz zerstört. Dieser Anblick allein, diese Schönheit, diese Eleganz, diese Perfektion. Es wird immer mehr, ne? Ja. Anblick, Perfektion, Schönheit. Noch ein bisschen mehr. Ja. Fear my malice. So. Zwei Runden noch, dann ist das in Quintix Don. Yes. So. Komm ich da jetzt echt gerade nicht hin zur Valkia, oder was? Wie viele Runden braucht das? Eine Runde noch. Dann haben wir hier einen Überschuss. Okay, und dann wollen wir eigentlich noch einen Helden haben. Wobei, wir haben hier noch einen Helden. Eine Zaubermeisterin für Bestien. Level 3. Aber eine Todeshexe wäre halt auch geil, oder? Die kriege ich aber noch nicht. Aber eine Todeshexe wäre halt auch geil eigentlich. So, aber wir kriegen hier auch noch was ausgebaut. Genau, wir können nämlich hier noch das Haus der Verbannten ausbauen. Bisschen da Geld rein investieren. Und dann können wir hier noch ein bisschen Einheiten tauschen. Wir wollen hier noch zwei Korsaren drinnen haben in der Armee. So. Und jetzt wollen wir alles lernen, was unsere Korsaren stärker macht. Unterhalt für Korsaren der Schwarzen Archen, Einkommen durch Ausräumen von Siedlungen, verbriefte Piraten. Das ist das, was wir wollen. Das ist das, was zu uns passt. Wundervoll. Und in der nächsten Runde reisen wir rüber. Ah, guckst du mal. Aber ich glaube, ich habe nicht genug Geld, um da oben einmal... Na doch. Attentat. Stirb. Fehlschlag. Na gut. Aber ein Level-Up haben wir trotzdem dafür bekommen. Oh, hier kann ich jetzt endlich mal einen Trupp verbessern. So einen komischen Barbarenreiter-Trupp, oder? In der nächsten der kann Runde doch wandern wir darüber. Dankeschön, Anuk, für den Prime. Willkommen bei den Eumeln. Vielen lieben Dank für den Support. Ich darf die neuen Champions leider erst am Freitag anspielen, ab 16 Uhr. Chaos Rittern. Leider dürfen wir heute noch nicht. Und hier haben wir auch schon... Oh, geil, jetzt können wir ein paar richtig hier... Oder? Nee. Hä, das ist doch Rang 4, dachte ich. Rang 5! Alter, er verarscht mich doch. Bald, Leute, bald sind wir soweit. Ein bisschen noch. Ja. Ich habe richtig Bock. Ich werde mich gleich mit den ganzen Hochelfen anlegen. Ich habe richtig Bock. Kann ich Skeggy theoretisch gesehen schon den Krieg erklären?
Ich müsste das halt machen. Ich muss das stückchenweise aufbrechen, glaube ich, damit mein Vertrauen nicht am Arsch ist, ne? Are you after a drink? Dass du nicht, wenn du lauter Pakte auf einmal brichst, ich meine, es gibt irgendwie, nach einer bestimmten Zeit kann man sie auch brechen. Ich weiß nicht, ob du die, ich glaube, nach 10 Runden kann man sie ohne Vertrauensverlust brechen. Habe ich bei Valkyr jetzt auch gekonnt. Wie, woher sehe ich das denn? Das weiß ich auch nicht. Weil wenn ich das jetzt andrücke quasi, dann wird mir kein Mali angezeigt. Aber ich habe halt mega Schiss, dass ich einen kriege. Weil meine Verlässlichkeit ist sehr hoch und ich will die eigentlich nicht wegballern. Ach, wenn keine Warnung steht, dann ist es nicht. Mal kurz halt, das will ich jetzt noch sehen. Ich glaube ja, also ich hatte auch keine Warnung. Ich habe jetzt hier noch eine potenzielle Option. Ja, okay, die mögen mich einfach nur nicht, aber ich habe sonst... ich habe trotzdem Verlässlichkeit noch sehr hoch, perfekt. Dann kann ich mich nämlich ja zum Skeggy dann auch wieder kümmern und die wegmachen. Ah, den Pakt kannst du einfach so brechen, dann musst du dann 10 Runden warten, bevor du den Krieg erklären kannst. Ja, dann ist ja perfekt, dass ich das gerade schon gemacht habe, weil bis in 10 Runden bin ich auf jeden Fall wieder unten. Ich trinke so viel, dass ich dauernd aufs Klo muss, aber ich habe überhaupt keinen Bock, aufs Klo zu gehen. Das ist ein hartes Leben. Das ist ein richtig, ich brauche eine Windel. Wow. Ist die Kavallerie hier immer noch so useless wie in den Dreierkampagnen, in der, was? In der, du meinst in der Zweierkampagne wahrscheinlich, oder haben die da was geändert? Naja, also Kavallerie ist halt immer noch dieses, du musst halt manuell rein und rauslaufen. Wenn du manuell rein und rausläufst, dann ist sie gar nicht so bad, aber automatisiert reißt sie halt nichts. Die Kavallerie ist halt RIP in dem Moment, in dem sie stehen bleibt. Dankeschön, Pater, für die 5 Monate. Willkommen bei den Eumeln. Vielen lieben Dank für den Sub, ey. Ja, wir haben so viele Subs die letzten Tage gemacht. Dankeschön. 10 Runden warten nach Schließung des Pakts, bis man ihn ohne Probleme kündigen kann. 18 Runden warten, bis man... Dominiere alles klar. Dankeschön, Killersport. Perfekt. Vom Winterzahn. Er ist nun mein treuer Vasall. Er ist der Verführung... Ich weiß auch nicht, wie ein Troll der Verführung verfällt, aber ein Mann wie Sigwald kann alles bezirzen. Dankeschön, Balmer Park für die 13 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, danke, danke. Der ist jetzt irgendwo halt ganz... Ein Gaming-Stuhl mit eingebauter Schüssel. Also auf jeden Fall, den hier müssen wir noch, die Dunkelelfen hier müssen wir noch kriegen irgendwann. Die haben zwei zumindest große Festungen noch für uns, die wir haben wollen. Das ist nicht akzeptabel. Das ist unser Land. Wo ist Valkyr? Ich verstehe das nicht. Das ist ihr einziges Gebiet. Warum ist sie hier nicht? Also ich weiß nicht, ob die einfach nur diese Runde Pech hatte, aber potenziell müssen die Valkyr noch ein bisschen hochbuffen zum Release, damit die nicht komplett gegen Hellebronn untergeht. Die hat gar nichts gerissen. Ja, die hat nichts gerissen. Gar nichts. Was in dem Fall natürlich, ich habe da kein Problem mit. Aber prinzipiell, das stimmt schon, gerade weil sie so ein cooler Charakter ist und so. Ja, das wäre. Ich weiß nicht. Also ich finde, Hellebronn ist auch cool, aber Valkyr sollte halt nicht so krass von Hellebronn auf die Fresse bekommen. Also. Ach, deren Gebiet wurde so richtig auseinandergerissen. Die ist da drüben wahrscheinlich im Krieg gegen Hellebronn. Ich habe nicht so viel Kraft, Herbie. Wir sind das Gebiet und hier quasi. Hier wurde jetzt auch was die wütet hier wahrscheinlich gerade, weil das ist jetzt auch abgerissen gerade und kann nicht zu ihrer Hauptstadt kommen. Ja, so ein Pech, Valkyr. Das Leben ist manchmal hart, ne? Ah. Valkyr ist stark und hat viele Buffs für Krieger mit 2 Waffen, aber Hellebronn ist das Lord einfach unendlich heftig und kriegt leider voll aufs Maul. Map hat sie gestern gespielt. Ja, das ist halt... Ich wünsche mir halt... Das bin wahrscheinlich nur ich. Potenziell bin das wahrscheinlich nur ich. Aber ich wünsche mir halt, dass im dritten Teil die Chaos-Dämonen-Fraktionen richtig reinhauen. Weil der dritte Teil ist halt... Alles passiert hier quasi im Namen der Chaos-Fraktionen. Jetzt sind die schon wieder da. Die Nervensägen. Reißt das mir nieder? Ja,
Ja, dafür wird sie brennen. Dafür werden die brennen. Also ich habe halt auch den Eindruck, dass einfach dadurch, dass das Hellebronn so eine krasse Ein-Mann-Armee ist, die macht halt irgendwie alles weg. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn Sigvald nicht von einem Spieler gesteuert wird. Vielleicht kann dann Valkia gegen ihn ein bisschen besser expandieren. Aber hier hat sie wirklich ziemlich... Schade ist tatsächlich, dass die Chaoskrieger können aktuell nicht konföderieren. Weil sonst könnte ich jetzt Valkia konföderieren. Die ist ja eigentlich die gleiche Fraktion wie ich. Und dann könnte ich sie als Heldin bekommen, was so geil wäre. Das wäre echt. Könnten wir das Embargo cheaten, Pia? Ich habe ja nicht Valkia gespielt. Ich habe sie halt als Sigvald konföderiert. Aber ach. Kannst du hypothetisch Maurice angreifen oder ist das komplett unterbunden? Wenn du von Anfang an als Verbündeter ins Spiel gehst, ist es unterbunden. Wenn du neutral zueinander ins Spiel gehst und dann quasi Bündnisse schließt oder halt nicht, dann kannst du die auch einfach normal brechen. Da hat übrigens gerade jemand durchaus zu Recht, die Berechnung der Züge wird allmählich lang. Ne? Mag auch daran liegen, dass wir jetzt, dadurch, dass wir zwei Spieler sind, sehen wir mehr Fraktionen. Die werden ja KI-Fraktionen aktiv angezeigt, wenn sie dich betreffen. Und wir sind gerade zwei Leute, die so einen Sichtradius haben. Aber ich muss tatsächlich zugeben, es ist gerade ganz angenehm im Multiplayer, dass man jemanden hat, mit dem man reden kann, während die Zugpausen passieren. Ja, total. Also ich habe da vorhin mit meiner Community auch drüber gesprochen. Ich finde Total War ist ein mega cooles Spiel. Also Warhammer ist auch ein echt cooles Spiel zum Zugucken. Aber ich finde es alleine fast zu langatmig. Ich finde, wenn man es zu zweit oder sogar zu dritt spielt, dann ist es halt mega geil für einen Stream, weil dann hast du einen Squad-Modus an und es läuft eigentlich, bei irgendjemandem ist eigentlich immer gerade spannend, so. Das stimmt, ja. I watch from the shadows. Dreadlord of Naggaroth. So, und jetzt holen wir uns Valkias Hauptstadt. Morathi joins you. Die hat halt gar nichts. Die ist komplett im Eimer. Das ist richtig krass. Wie kann ich den Squad-Modus aktivieren? Du musst einfach nur im Browser unten auf Squad drücken. Oder das, was Turtle Squad als Link gepostet hat. Das geht auch. Genau, manchmal muss man F5 drücken, weil man es nicht sieht. Aber eigentlich sollte es jetzt nicht mehr sein, weil wir schon von einer Weile angefangen haben. Stimmt, du hast ja gar nicht die gleiche Fraktion wie Valkia. Du bist Lannisch. Das stimmt, aber man ist ein, also die sind ja alle Teil der Chaoskrieger-Fraktion, ne, mit unterschiedlichen Ausprägungen. Ja, aber wäre ja auch weird, wenn Skorn und Slanish sich gegenseitig rekrutieren könnten. Nein, Pia, ich fände das gut und cool und ich will alles machen und können. Und was soll denn das jetzt hier? Hier komische Leute, die hier irgendwie mir... Wollt ihr etwas Sigvald verwehren, was Sigvald zusteht? Ja. Also, es steht dir ja nicht zu. Doch, also die Sache ist halt, ich würde es cool finden, wenn ich noch Slanish-Charaktere haben könnte oder du zum Beispiel Morathi dir holen könntest, weil das ist halt alles Slanish. Aber Slanish und Khorne sollten sich nicht gegenseitig rekrutieren können. Das ergibt ja keinen Sinn. Warum sollten sie das tun? Weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass du das gerne hättest, aber... ja... Ich verstehe übrigens gerade eine Sache nicht. Eigentlich sollte ich doch jetzt hier diese Fraktion als Vasall bekommen, weil ich diese Chaosfestung erobert habe. Bei der anderen war dann eine Option Besetzen und Vasallentum, aber hier hatte ich die nicht. Nur das normale Besetzen. Weiß jemand, was da der Unterschied jetzt war? Die sind noch Valkias Vasall. Ah, aber ich dachte, es ändert sich halt dann, wenn du diese Sache kontrollierst. Ich hatte jetzt gedacht... Nur wenn sie noch keinen Vasallenmeister haben. Okay, ja, dann blöd für euch. Ich meine, die Sache, weil sind diese Pferdeherren nicht mal unbedingt nur eine Verbesserung, ne? Weil sie keine rüstungsbrechende... Weil sie machen deutlich mehr Reichweite, haben auch mehr Grundgeschossstärke. Tyrant.
Wie ist das denn hier? Die haben 6 und 21 und die haben was? So, ich bin nochmal Pipi machen. Ich gebe jawohl jetzt auf. Warum kann ich die nicht anpinnen, dass ich die sehe? Ich will eure Stats haben, Leute. Mir wird auch rüstungsbrechend angezeigt. Eigentlich. Aber wie kann ich die jetzt hier... Wo muss ich klicken, dass ich die jetzt hier dauerhaft links im Interface habe, dass ich sehen kann, wie ihr Rüstungsbrecher-Ding ist? Oder kann ich aber hier... Ne, hier ist die ganzen Sachen. So, komm. Hauskrieger haben auch recht viele Einheiten inzwischen, durch diese ganzen markierten Einheiten noch. Wo sind jetzt hier die... Ne, gar nicht drin. Infanteriehelden, Geschosskavallerie hier. Diese Pferdeherren-Dinger haben weniger Rüstungsdurchbruch. Schade, das ist dann eigentlich ein bisschen auch ein Downgrade. Und du kannst sie später hier alle noch markieren. Das habe ich noch gar nicht freigeschaltet, wie man das macht. Das sind hier nur so ein paar. Hier ist nichts, was zur Stanesh-Einheit werden kann. Wie gebe ich denn denen so ein Mark? Dass sie... Bei der Einheitenliste habe ich ja... Gab es die alle noch in verschiedenen... So, hier, nee, Chaos-Ritter ist ziemlich und so... Geht doch erst mit dem DLC-Release. Ah, es kommt alles im DLC. Ah, schade. Ich meine, es ist immer jetzt schon eine coole Mechanik, aber das ist ein bisschen schade. Das ist alles DLC-Inhalt. Ah. Kriegt Sigvald die dann auch? Weiß das jemand? Oder ist halt dann, dass das nur Valkia kann Chaosritter des Korn machen und so weiter und so fort? Sigvald auch, okay. Ach, dann ist es fast sogar blöd, eigentlich ihn jetzt schon zu spielen, ne? Weil er eigentlich uncooler ist. Wobei, das Safe-Game bleibt ja, wenn ich dann die Helden auch habe. Das passt ja dann. Noch kann ich ja eh nicht so viel machen. Warum, wie ist jetzt bei dem hier? Hat er jetzt mal ein paar Level-Ups, wo das geht hier? Rang 4 erst. Nee, immer noch nicht. Gut, okay. So, jetzt haben wir da unten. Der kommt halt bald, aber noch rührt er sich nicht. Ich bin wieder da. Jawohl. Oh, schwackelt. Dankeschön, Lunatic für die 100 Bits und Lord für die 50 Bits und Turtle Squad für die 100 Bits und Daichan für die 100 Bits. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Gott, es ist so warm, ne? Es ist crazy. Ist in München auch so warm? Ja, ja, doch, so ein wenig. Ein wenig Wärme gibt es hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, so die letzten 3 Tage inklusive heute, also so die letzten 2 Tage und heute eher so, waren jetzt mit Abstand die schlimmsten von den Temperaturen dieses Jahr. In unserer Wohnung zumindest. Davor hatte ich immer das Gefühl, so, dass der Ventilator noch so ein bisschen Abhilfe geschaffen hat. So. Und jetzt habe ich einfach das Gefühl, dass ich mich mit warmer Luft bepusten lasse. Das ist auch, also ich hatte es, glaube ich, mich gestern schon darüber ausgeheult. Ich schlafe richtig kacke gerade. Ja. Also, bah! Weil es so warm ist, selbst spät abends, Und dann bin ich immer saumüde den Tag über, aber wenn es dann an Zeit kommt zu schlafen, kann ich trotzdem nicht gescheit einschlafen, weil es nicht wirklich mit Müdigkeit was zu tun hat, sondern eben mit Bequemlichkeit. Ja, beziehungsweise ist es halt irgendwie so eine andere Form von Erschöpfung. Du schläfst ja, aber der Schlaf ist einfach nicht so
nicht so zufriedenstellen. Ja, stimmt. Das ist auch das, ich habe heute. Das bringt es schön auf den Punkt, ja. Als ich heute den Stream gestartet habe, habe ich auch gesagt, irgendwie um 12, boah, ich bin einfach noch nicht richtig wach. Und dann habe ich auch ein paar hämische Kommentare bekommen, um 12 noch nicht richtig wach. Und ich dachte mir so, ja, Leute, ich schlaf einfach schlecht. So, das ist. Ich schlaf meine 7-8 Stunden und wach auf und fühle mich einfach so mega koggy. Und das wäre ich einfach zu spät schlafen gegangen. Weil ich werde halt auch in der Nacht wach und alles ist so. Ja, genau. Das ist schon echt da. Oh, das ist ein neuer Gegner. Oh, die Gruft, das ist die ich letztes Mal gespielt habe. Ja. Der Verrat! Großer Hierophant Kartep, wie kannst du es wagen, meine Verbündete anzugreifen? Ja, to be fair, ich habe mich von den Ratten mit in die Schlacht reinziehen lassen und habe übersehen, dass die verlieren. Oh, die haben die Stadt Quintex auch genervt. Oder sieht das nur so aus, als ob man hier als drüber kommt? Boah, ich bin mir nicht sicher. Also mir sind das für meinen Geschmack zu viele Fronten. Ich würde halt gern hier rechts oben. Ich hatte sich eher Bock, noch neue Fronten aufzumachen. Komm ich runter. Ich habe gerade so die falschen Fronten. Ich würde hier gern oben Marlos Düsterklinge weghauen, weil er hat noch so schöne, saftige, leckere, dunkle Festungen, die ich gern von ihm erobern würde. Und der hockt da einfach. Und komm gern sagt, runter. Ja, da gibt's ja keine dunklen Festungen für mich zu holen. Das ist ja gar nicht. Ja, aber es gibt einen schäbigen Hochelfen zwischen uns beiden. Das stimmt, ja. Ist ganz interessant, als Chaoskrieger, du denkst auch ein bisschen anders, weil so reines Map-Painting ist immer noch nicht. Du bist so ein Kompromiss aus Hordenfraktion und niedergelassener Fraktion, weil es nur bestimmte Siedlungen gibt, die sich für dich zu erobern lohnen. Und zum Beispiel Quintex wäre sogar eine dunkle Festung für mich. Aber ist die einzige in diesem ganzen Gebiet. Das heißt, abgesehen davon machst du eher Feldzüge, um Seelen für deine Götter zu sammeln und Sterbliche abzuschlachten. Was auch eine coole Dynamik irgendwo ist. Hat er gerade sehr diplomatisch erklärt, warum er kein Interesse daran hat, mir zu helfen? Das ist jetzt eine Interpretationssache deinerseits, finde ich. Auch eine sehr nicht sehr wohlwollende Interpretation. Ich finde, Sigvald sollte immer so wohlwollend interpretiert werden, wie geht. Aha. Und ich verstehe nicht ganz, aha, warum du, glaube ich, noch nicht ganz so einfach die Glorie, die Sigvald ist, erkannt hast. Ich glaube, wir haben da ein fundamentales Kommunikationsproblem. Ich glaube auch, dass ich das Problem bin, ja. Ja, ja. Sigvald ist halt ein Feminist. Er spielt sich nicht als der starke Retter der schwachen Frau auf, wird bei mir im Chat geschrieben. Genau. Nein, nur der Feigling, der seine Verbündete nicht unterstützen will. Ja, wie gesagt, es gibt immer unterschiedliche Dinge, also unterschiedliche Wege, die gleiche Sache zu beschreiben. Und ich entscheide mich für eine andere als du. Mhm. Außerdem, wo war Gondor, als Hellebronn vor den Toren stand, ne? Da habe ich auch nur Mimimi gehört und ich habe gerade irgendwie 3 Fronten und es dauert so lang hoch und so. Ich habe auch 3 Fronten, du hattest eine. Jetzt kommst du wieder mit Fakten an. Darum geht es ja jetzt hier nicht unbedingt. Guckt euch an, wie Hellebronn hier noch versucht, sich wieder aufzubauen, ey. Da müssen wir jetzt direkt hin und dem einen Riegel vorschieben. Alftor Mammutreiter hat sich auch wieder was auserkoren. Ey, meine Verbündeten werden immer realistischer, was ihre Fähigkeiten angeht. Was will Alftor Mammutreiter jetzt?
Er will eine leere, zerstörte Siedlung besiedeln. Bis Dienstag. Rio. Also wo gar kein Feind mehr ist. Das ist jetzt sein Plan. Was für ein Held. Was für ein Recke. So. Quintex hat Stufe 4 erreicht. Wurde ja geschwächt, die Stadt, hast du gesagt. Deswegen ist das überhaupt kein Grund zur Freude. Und nein, ich war mir... Wow. Was? Ich sag gar nichts. Was ist los? Wieder durch. Keine Ahnung. Was war was? Ja, provoziert hier. Wenn wir jetzt einfach warten, tatsächlich kann ich Hellebronn irgendwann einfach versklaven. Mit meinem Slaanesh-Einfluss. Das dauert aber noch ziemlich lang. Klingt auch schön. Ja. So, hier ist dann jetzt Malekith als nächstes. Malekith mag ich. Malekith war mein Bro. Malekith war die erste Kampagne, die ich in Warhammer 2 gespielt habe. Immer noch einer der coolsten Helden im Spiel. Ich hoffe, der greift mich jetzt nicht an und straft quasi meine Bewunderung Lügen. Das wäre jetzt nicht okay. Auf was möchte ich gehen? Auf was möchte ich gehen, Leute? Wie ist es im Multiplayer mit den Schlachten? Muss einer zuschauen, wenn der andere kämpft? Nee, man kann immer gemeinsam kämpfen und man gibt sich dann gegenseitig Einheiten. Das ist ziemlich cool tatsächlich. Wenn man jetzt so spielt, finde ich, fragt man sich, wie man je durchhalten konnte, das Spiel mit abwechselnden Zügen zu spielen. Ja. Das ist so eine krasse Verbesserung, so understated auch. Redet hat gar niemand drüber geredet groß, aber wie viel besser Multiplayer-Kampagnen sind in Warhammer 3. Absolut. Das ist so absurd. Absolut, das ist echt krass. Das ist echt sehr, sehr krass sogar. Bekommt Sigvald durch Level-Ups keinen Mount? Nee, tatsächlich, das ist ein bisschen schade. Auch Sigvald hat keinen Mount. Weil er wahrscheinlich der Meinung ist, dass kein Geschöpf ähnlich prächtig sein könnte wie er selbst. Er müsste getragen werden von Untertanen in Spiegelrüstungen. Das wär geil, ja! Seht ihr, Creative Assembly, da. Diese Frau hat die Ideen, die ihr braucht. Er bräuchte wirklich so eine Spiegelgarde, die ihn trägt. So eine Sänfte. Ja, genau. Ja. Oder einfach auf so einem riesigen Spiegelschild wie Majestix in Asterix, weißt du? Ja, oder du gibst ihm halt einfach einen riesigen Drachen mit so einer Spiegelrüstung oder sowas. Oder irgendein oder anderes so. Großes, prächtiges, fliegendes Viech komplett in so einer Spiegelrüstung. Oder eine animierte
Riesenstatue seiner selbst, wo er auf den Schultern sitzt. Das glaube ich nicht, weil keine Statue könnte schön genug sein, um seine Schönheit einzufangen. In der Lore schwebt er wohl. Okay, das wäre cool, wenn er das irgendwann täte im Spiel auch. Tut er, glaube ich, nicht. Aber wenn dann so, es gibt ja Helden, die schweben, ne? Die, ich glaube, die Fae Enchantress zum Beispiel schwebt. Mhm. Das wäre cool. Ja, ich finde tatsächlich, selbst wenn es vielleicht Lore-Gründe hat, es ist immer ein bisschen, ich finde eigentlich, coole Mounts freizuschalten, ist eine der Hauptmotivationen für deinen Haupthelden. Also, dass der, vor allem, wenn es so einer ist wie Malekith, der halt dann erst irgendwie dunkles Ross, dann Dinosaurier, dann Drache. Das ist halt mega geil. Und das ist tatsächlich sehr schade, dass Sigvald irgendwie gar nicht merklich, ich meine, er ist halt schon perfekt, das ist schon richtig. Das ist, finde ich, auch der größte Kritikpunkt, den ich an Morati habe. Dass sie halt einfach nur einen schwarzen Pegasus hat. Ich hätte halt gern einen schwarzen Drachen. Ja. Finde ich nicht okay, dass mir der vorenthalten wird. Der schwarze Drache. Ich bin da in den Leveln immer zu geizig und kaufe dann erst das Destetier, wird geschrieben. Das haben die Entwickler tatsächlich jetzt angepasst. Du musst jetzt keine Punkte mehr für Reittiere ausgeben. Die schalten sich automatisch frei, ja. Genau, was total, weil es ging mir auch immer so, dass ich dachte, das ist doch jetzt investitionsmäßig blöd, einen Punkt auszugeben, der später überflüssig wird. Ist bei Zwergen immer so eine Sache, keine Reittiere oder so. Ja, aber der Fairness halber, die Zwerge kompensieren das mit dem besten Mount im ganzen Spiel, das ihr Hauptheld vom Start weg hat, nämlich Thorgrim Grudgebearer auf seinem Thron. Das finde ich ist immer noch das geilste Mount im Spiel, einfach so ein grimmiger Zwergenkönig, der auf seinem Thron getragen wird, wo er sein Buch hat, wo er drin steht, okay, der da hinten hat die Zwerge mal beleidigt, tragt mich dahin, damit ich ihm mit der Axt in die Fresse geben kann. Das ist, finde ich, einfach der beste Mount im Spiel. Ja. Ja, schon ziemlich geil. Und du hast ihn vom Start weg. Die Zwerge haben halt dieses Buch des Grolls für alle, die verwundert sind. Das heißt, alle Kränkungen und Beleidigungen werden quasi in das Buch des Grolls geschrieben. Und die verzeihen nicht, die rächen sich. Ja. Hallo, Rasagot. Er hat eben das Ding auf seinem Thron dabei in der Schlacht. So, ich sehe das ein bisschen mit Bedenken, dass Marlos Düsterklinge da drüben auch anfängt, in der Machtbewertung über mich zu klettern. Ich glaube, der wird auch bald auf dumme Ideen kommen. Oder wie lange das mittlerweile braucht. Das stimmt, ja. Man muss mal es müssten mal ein paar mehr Fraktionen sterben. Ja, bei den Hochelfen. Ja. Also Hellebronn ist jetzt gleich rausgekegelt. Die hat noch dieses eine, die zwei Gebiete hier. Nee, eins eigentlich nur noch. Auf was wird Weben gewartet? Achso, Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Nee, ich glaube, wir haben gleichzeitig geredet. Ich wollte nur sagen, Schweben wäre gut, der Boden ist eines Sigvald wohl kaum würdig. Das stimmt. Wenn nicht mal der Boden deiner würdig ist, ist Schweben die einzige Lösung. Was wolltest du gerade noch sagen? Wir warten quasi gerade darauf, dass oben diese Anzeige durchgeht. Es sind 152 Fraktionen im Spiel. Und alle Fraktionen, die für uns relevant sind, da sehen wir die Züge auch. Und wie sich die Einheiten bewegen, weil das halt potenziell wichtig sein könnte, wenn die direkt nebenan liegen. Ich habe gerade gesehen, dass, also ich glaube, also Halftar Mammutreiter, mein Verbündeter, hat, glaube ich, seine erste Schlacht gerade gewonnen. Gegen einen Stack aus 5 Dunkelelfeneinheiten. Er hatte 20, er hat die Hälfte seiner Armee dabei verloren. Aber er hat gesiegt. Er hat gesiegt. Das ist gut. Wir können mal hier den schnellen Vorlauf tatsächlich aktivieren. Mal gucken, wie viel schneller das geht. So. Also, Sigvald. Ich
erwarte, dass du jetzt hier nächste Runde, ich will Hellebronn vernichtet sehen. Und du sollst der Vollstrecker sein. Ich krieg die, glaube ich, nicht. Ich glaube eher, der Gegner ist weggerannt. Nein, es war ein glorreicher Sieg für Halftor Mammutreiter. Jetzt macht man das doch nicht kaputt. Der hat gewonnen. Oh Gott, hier ist Malekith. Oh Gott. Wir sind neutral, Malekith, mein Boy. Das ist absolut nicht... Du kannst hier auch Hellebronn töten. Ich überlasse dir das gerne. Sekunde der Freude. Ja, es Sekunde. Ist absolut nicht notwendig. Es ist wirklich nicht erforderlich. Okay, ist er gar nicht so stark, wurde tatsächlich gesagt. Er ist Level 9, ne? Aber er hat 2 Epics. Wir sollten allmählich mal meine Questschlachten machen für Sigvald. Sobald ich jetzt hier Hellebronn weg habe, mache ich mal die Questschlachten. Das stimmt. Dass ich mal ein bisschen besser. Bihandkämpfer oder Doppelwaffen? Also, ich finde Doppelwaffen haben immer mehr Stil. Aber es ist kein spielmechanisches Argument, wie mir bewusst ist. Warum ist Malekith von Level 9 bei Runde 53? Ich glaube, der hat auch von Hellebronn ein bisschen auf den Sack bekommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, diese ganzen Fraktionen hier drumherum wurden alle von Hellebronn klein gehalten. Lord of the Black Court. Er ist auch noch gar nicht so groß, ne, Malekith. Der hat hier so ein bisschen... er hat schon ein bisschen. Er hat sogar relativ viel. Wie sieht es denn mit ihm... Wir können gleich mal schauen, wie es mit ihm diplomatisch aussieht. Fehlschlag. Kann irgendein Attentat auch mal funktionieren? Nee. Ich muss diese trostlose Feste jetzt endlich einnehmen. Es geht nicht. Was, wer greift jetzt wen an? Oh! Der Dunkelelf greift meinen Vasall an. Und damit mich. Okay, jetzt habe ich auch Fronten überall. Jetzt, ich habe es die ganze Zeit schon befürchtet. Hagref macht jetzt bei mir Stress. Malus, er hat natürlich. Ich habe die ganze Zeit darüber geredet, wie ich gegen ihn ins Feld ziehen will. Vielleicht war es auch taktisch nicht ganz das Schlauste aller Zeiten. Das war ziemlich sicher nicht so schlau. Ja, aber was hört der das auch? Warum hört er mir zu, wenn ich mit ihm rede? Ja, ich verstehe das nicht. Das Problem ist halt, du versaust mir meine gesamten Konföderationen mit den Dunkelelfen, ne? Ja, ich weiß. Also ich werde jetzt mal bei Malekith... Ich greife den nicht an, wenn der nicht... Ja, aber zieh mich mal nicht mit rein. So, jetzt ist Hellebronn. Die hassen mich halt alle. Ich bin da gänzlich unschuldig dran. Doch. Bist da unschuldig dran. Schuldig dran. Unschuldig, ja, du hast es richtig gesagt. Ich habe jetzt Geld an Malekith gezahlt, damit der nicht einen Angriffspakt mit mir eingeht und das nicht noch weiter runtergeht mit der Unbeliebtkeit, die er bei mir hat, weil ich irgendeinen Dunkelelfen gern noch konföderieren würde wollen, bevor du alle gegen mich aufgebracht hast, auf einem Level, dass sie mich gar nicht mehr ausstehen wollen. Oh, ich sehe gerade, bin ich jetzt mit Malekith im Krieg, weil der mit dem anderen verbündet ist? Ich muss mal die Diplomatie hier checken. Mit wem bin ich im Krieg? Mit Herolden der Ariel, mit Valkia? Nee, nicht mit Nagarond.
Nagarond ist nur im Krieg mit meinem Vasallen. Glaube ich. Oder wie ist das? Mit dem da, mit Krak. Boah, den will ich nicht konföderieren. Der wird gerade von Hochelfen bedrängt. Diese Kämpfe möchte ich nicht führen. Gib mir einfach nur Geld. Dich will ich nicht konföderieren. Keine Chance. Shouldn't you be licking the under... Blood Queen. Speak while you can. My wrath is terrible to behold. A beautiful decision. So, jetzt haben wir zumindest aber die Fraktion von Hellebronn ist jetzt gleich weg. Die haben nur noch diese eine Windsarmee hier. Wir haben 12.000 erbeutet. Da können wir jetzt gleich mal ein bisschen gucken, wo wir dieses Geld rein investieren. Am besten in ein paar Rekrutierungsgebäude jetzt wirklich. Kaserne. Dann können wir nämlich auf dem Rückweg jetzt hier bessere Einheiten rekrutieren. Das ist ganz geil eigentlich. Boah, ich hab gar keinen Bock auf die. Ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt wieder gegen die Waldelfen da kämpfen muss. Ridiculous. Und der hat Drachen. Der weiße Löwe, das da sind Drachen. Oder mindestens einer davon sind Drachen. Mindestens eine dieser Einheiten. Deswegen kann ich da gerade noch nicht so reingehen, wie ich gerne reingehen würde wollen. Und da unten kommt Alariel. Auf die habe ich auch richtig Bock. Tschüss, Galadon. Danke fürs Reinschauen heute. Einen schönen Abend dir noch. Eigentlich keinen Bock auf die Monstereinheiten des Chaos, weil ich die uncool finde, ehrlich gesagt. Nur Manticore sind eigentlich ganz cool. Aber die Chaosriesen und Drachenoger finde ich total lame. Das sind so primitive Gammelmonster. Dann eigentlich... lieber nochmal Chaosritter. Ich habe eigentlich Bock auf eine... Weil die Chaosritter brauche ich halt gar nicht. Ja, komm, Manticore sind schon cool. Das ist eine Flugeinheit. Machen wir mal das. Oh, jetzt endlich! Chaoskrieger! Oder? Ja, ja, wirklich, jetzt aber! Chaoskrieger! Geil! Ich will nochmal wieder eine Schlacht kämpfen. Wir haben Ewigkeiten keine Schlacht mehr gekämpft. Das stimmt. Ja, ich glaube, es kommen bald mal wieder welche. So, die Armee wird jetzt hier deutlich besser gleich. Mit einer Armee von Chaoskriegern hier. Ah, oh, das ist ein riesiges Upgrade. Schön. Und die können wir jetzt später auch noch zu Slaanesh oder Tsiinch-Kriegern aufrüsten. Tsiinch sind halt Hellebardenkrieger. Und Slaanesh haben Peitschen und Tsiinch können später auch noch zu Rittern werden. Das ist schon sehr, sehr cool. Hallo Slavon, ein wunderschön. I approve of these dark deeds. Und hallo Trislo. Ah. Und hallo Schridder. Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass mich die Hochelfen erstmal in Ruhe lassen und da nicht weiter angreifen. Ich habe das Gefühl, dass meine quasi Dings hier steht. Meine schwarze Arche tut ihren Teil. Das heißt, ich werde mich jetzt darauf konzentrieren, die Morati-Armee noch weiter auszubauen. Und damit marschiere ich jetzt nach oben und werde die Waldelfen Stück für Stück auseinanderreißen. Das finde ich ein sehr guter Plan. Das ist jetzt der neue Plan.
So, und ich muss jetzt tatsächlich mich abwenden. Eben, doch. Er hat diese Stadt nochmal besetzt. Okay, da muss ich da nochmal hin. Und das wegmachen. Keine Zeit für ein Schutzbündnis. Jetzt muss ich auch eine Armee hier lassen und da oben eine andere noch ausheben. Sehr schön. Ist nicht im Arsch. Geh mal da runter. Wir lassen ihn hier als Aufräumtrupp da und Sigwald kümmert sich im Eilverfahren um die Probleme an den anderen Grenzen. So machen wir das. Ist es besser, über See zu gehen? Wahrscheinlich schon, ne? Nee, nimmt sich nicht viel. So! Einmal noch schnell auf Dings drücken. Auf alles ist entspannt drücken. Und dann geht's in den Krieg für uns. Jawohl. Und jetzt stellen wir uns da gleich plündernd rein. Jetzt ist meine Armee nämlich endlich wieder voll. Warum ging das lila Chaoszeug wieder weg? Kostet das was, das zu verbreiten? Weil die fucking Waldelfen da oben drin stehen und da, glaube ich, gerade Gebäude dagegen gebaut haben oder sonst was. Ich guck's mir gleich an. Warum? Dankeschön, Levin, für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und irgendwie habe ich jetzt recht viele Kriege, wo nichts kommt. Ich bin nicht ganz sicher, warum der mir überhaupt den Krieg erklärt hat, wenn er gar nicht angreift. Aber es ist gerade auch ganz gut. Kommt wieder Halftor Mammutreiter und tut so, als könnte er irgendwas. Ja, die haben wahrscheinlich irgendwelche Gebäude da drinnen, die das Chaos wegmachen. Das ist so... etwas, was ich nicht gut finde. Chaos wegmachen sollte unter Strafe stehen. Ach, da bin ich bei dir. So. Und dann kann er jetzt mal noch da... Ach nee, Valkia ist schon erledigt. Nee, sie hat da oben noch was hier. Und das ist noch eine andere Festung. Wir müssen da mal was kurz kämpfen. Jawohl. Pyrrhus-Sieg, so. Ja, ja, das ist eine Questschlacht. Die kann ich nicht automatisch machen. Ah. Aber da kriege ich was. Da kriege ich irgendein Zeug, kriege ich irgendwas, was ich haben möchte. Stimmt, das wollte ich auch noch für Sigwald machen. Ja. Dankeschön, Unique Name für den Sub. Willkommen bei den Eumeln. Dankeschön, Pomsky, für die 3 Monate. Willkommen zurück bei den Eumeln. Vielen lieben Dank, dass du dabei geblieben bist. Und dankeschön, Levinshow, für die 3 Monate. Auch an dich ein riesiges Dankeschön, dass ich wieder deinen Prime-Sub bekommen habe. Dankeschön. Und hallo, Lunatic. Ich muss nachher leider zocken, weil Crunchyroll ab 21 Uhr für 4 Stunden Wartungsarbeiten machen. Mal schauen, ob es stimmt. Euch drückt ihr die Daumen, das nicht. Oh. Oh, du hast recht, sie mag Malekith nicht. Pristine walls, so I can smear them in Asur blood. Bring me this colony, sisters. Kill many, but make sure half are taken alive. Sympathisch. Ja, die mag den nicht, weil er sie ja verstoßen hat, glaube ich. Mhm.
Bewegen sich die schon? Ja. Ich glaube schon. Ja, stimmt. Du kriegst keine Pause. Interessant. Dark Elves, battle ready. Sorceress of Grand, all powerful. Eil. Blood for Cain. Vengeance away. Indeed. At once, the merciless host. Shades, merciless warriors. We are ready. Merciless warriors. Und wie genau soll das jetzt eine Schlacht gewesen sein, wo ich viel Schaden bekomme? Ich glaube, da kommt noch Verstärkung, wenn wir sie nicht schnell genug töten. Na gut. First Sorceress. Forward. Marathi. Ich finde das nicht cool, was die für eine Reichweite haben. Das erklärt vielleicht, warum mir angeblich Einheiten wegsterben sollen. Weil die Reichweite, die diese Einheiten haben, insane ist. Das stimmt, gerade verglichen mit unseren kleinen Dunkelelfchen hier. Kleine Dunkelelfchen? Ja, sag mal. Mit ihren winzigen Armbrüsten halt. Oder ich slice die auch einfach auf die Hälfte runter. Oder so. So, jetzt kommt feindliche Verstärkung von der Stadt da oben. Da oben kommen sie, genau. Aber bis die da sind, ist ihre Armee hier schon weg. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Berechnung zustande kam. Das ist ja aber manchmal so eine Frage. I mean, good for uns, I guess. Vielleicht wollen sie, dass du solche Questschlachten ich eher manuell kämpfst. Ich muss die spielen, ich kann die gar nicht nicht ach so, ah, manuell sorry, okay, kämpfen, weil es eine Questschlacht ist. Ja, dann schießen wir die hier noch weg. Okay, da kommt jetzt durchaus noch ein bisschen was von da oben, aber sollte jetzt eigentlich... Ja, wir können ja wegrennen, ne? Weil die im Bewegen schießen. Ja, stimmt. Ach, da oben kommen die. Hier. Von da oben, meintest du, kommen die noch. Genau. Na gut.
Der Kommandant von denen fällt halt gleich, weil ich den da so ein bisschen geprügelt habe. Lebt nicht mehr viel, ne? Nee, nur hinter uns sammeln die sich gerade wieder. Das ist ein bisschen nervig. Und die holen mir meine Medusas von hinten raus. Das ist ein bisschen nervig. Ja, das ist nicht die beste Strategie, die ihr hier habt, Leute. Redest du mit den Hochelfen oder mit mir? Ja, die stehen hier so rum und wissen nicht ganz, welchen von unseren 5 Bogenschützentrupps sie angreifen sollen. Und jetzt sind sie weg. Ja, die sind gleich weg. Da mache ich mir gerade ehrlich gesagt nicht mehr so die Sorgen. Nö. Alter. Richtig in den Rücken rein. Alter. Au. Ja, diese Verteidiger sind nicht so die Schlauesten, ne? Die werfen sich so wellenweise aus den Toren. Aber gut, dass du mich daran erinnerst. Ich muss dann auf dem Weg jetzt mal an die andere Front auch mal Sigvalds Questschlachten machen. Mach das, dann kriegt man ein paar coole Items. Dann kann der vielleicht auch mal ein bisschen, also dass er gegen Malus nicht ganz so eine schäbige Figur abgibt wie Hellebronn. Er wird ja nicht nur der Schönste auf dem Schlachtfeld sein, er würde schon auch gern ein bisschen was reißen, muss man schon sagen. Aber die Stadt sieht sehr schön aus. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit, die Stadt mir anzugucken. Das stimmt. Alter. Und die Stadt sieht schon sehr, sehr schön aus. Wundervoll. Dann haben wir das auch. Geil. Glorreich. Wo war das denn mit dem Pyrrhus-Sieg? Wir haben 20% der Leute verloren. Also manchmal ist dieses Spiel auch echt komisch von dem, was es dir sagt. Boah, vor allem habe ich keine einzige Einheit verloren. Ja, also, ne. Die eine Medusa war, das war knapp vielleicht, aber dann hat sie nee, überlebt. Die war auch schon die Hälfte der Zeit so glow und ist da trotzdem noch rumgelaufen. Ah ja, okay. Also ja, die stand eine Zeit lang drin und hat halt viel gefangen an Sachen. Aber so, jetzt habe ich ein legendäres Söldnerregiment freigeschaltet. Rabenherolde. Repentierarmbrust. Die Rabenherolde tauchen aus dem Nichts auf und hinterlassen Berge von Leichen. Das klingt wundervoll. Und ordentlich Geld hat mir das gebracht. Ich habe jetzt 13.000 Gold. Das kann man schon mal machen für 13.000 Gold. Ja, finde ich aber auch. So, und wir haben ein Level Up auch noch. Das ist ja wundervoll. Es ist schon geil, dass wir jetzt endlich mal hier eine Horde von Chaoskriegern haben. So, Sigvald, kannst du mir noch irgendwas rekrutieren, worauf ich Bock hätte? Nee, gerade nicht.
Dann ziehe weiter. Mother of the Druki. Die Waffe brauchst du eigentlich gar nicht. Die können wir eigentlich eher dem hier geben. Das macht mehr Sinn. Und. I am Morathi. Das hier oben muss ich noch haben. Valkia hat hier noch eine zweite dunkle Festung. Ich wusste gar nicht, dass es hier noch eine zweite gibt. Die will ich auch noch haben. Ach, den kann ich da gar nicht reinschieben gerade. Und die kann ich ihm nicht geben. Na gut. Okay, dann schauen wir mal, was wir für einen Ritus machen können. Dass wir mal ein bisschen mehr Stabilität wieder überall reinbekommen. Dann bauen wir hier aus für 4.900. Das ist teuer, aber worth it. Mal kurz auf dem Klo, aber ich bin eh schon fertig. Und das hier auch. Und dann gehen wir hier auch nochmal hin und bauen hier auch nochmal aus. Da würde ich auch eine Todeshexe kriegen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Die wollen wir eigentlich haben. Wundervoll. Dann können wir in Quintext noch ausbauen. Einfach mal die Mauern. Better safe than sorry. Und dann haben wir eigentlich eh schon alles ausgegeben an Geld, was wir haben. So, du mach daraus mal ein Attentat. Wundervoll. Dann haben wir den wegbekommen. Immer sind wir jetzt schon auf 13. Beautiful. Ja, das repariere ich nicht. Eisenstachel reparieren ist so. Wer weiß, ob das überhaupt überlebt bis zur nächsten Runde. Aber das können wir machen. Und dann bin ich durch. Ja, läuft gut jetzt. Also, weil jetzt auch keinem Chat gefragt wird, läuft sehr, sehr gut, dass ich die Quest gerade für mich hier gemacht habe. War sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und es wird halt jetzt Zeit, dass ich mich hier nochmal mit den Schwestern des Zwielichts anlege. Das sollte mir jetzt aber auch wesentlich besser gelingen, weil ich halt einfach nochmal so ein Quest-Item mir geholt habe. Und dann muss ich auch gleich gucken, ob ich da nicht potenziell gleich nochmal nachdrücke mit noch einem Quest-Item. Mal schauen. Was wir da noch haben. Wo werden mir meine Quests denn überhaupt angezeigt gerade? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weltgeschehnisse, da sind sie nicht. Oder werden mir die Quests, während ich warte, nicht angezeigt? Das wenn du kurz weggehst und so eine blöde Handelsförderung dir den Betrieb aufhält, das tut mir leid. Kari will einfach nur ein Handelsabkommen für 92 Gold pro Runde. Ja. Ist so. Doch gut. Ja, Geld ist Geld. Geld stinkt nicht. Ja, seht ihr, deswegen habe ich das nicht ausgebaut. Weil ich ja damit gerechnet habe, dass der wiederkommt. Der Hierophant-Karte, ja, was für ein Verrat. Naja, jetzt hat er es mir auch abgenommen. Ist denn das? Tut jetzt Morathi hier, also Hellebronn hier immer wieder diese Stadt besetzen? Okay, ich muss hier echt mal aufräumen, das geht ja so nicht. Ist ja erbärmlich, was die hier noch, wie die sich hier wie so eine Kakerlake ans Leben klammert. Alter. Wie viele Pop-Ups wollen sie haben? Ja. Ich meine, ich krieg hier mega viel Gold dafür die ganze Zeit.
Ah, ich habe Hellebronn ausgelöscht. Ah, ha, ha. Das ist ganz cool. Ah, perfekt. Das ist nicht cool. Ich glaube, Malekith hat Bock, gegen Valkyr zu ziehen. Aber Malekith macht jetzt hier erstmal keinen Stress mehr. Das ist ganz gut. Wie geht's mit Sigvald? Ganz okay. Läuft hier eigentlich die Front? Gut, Malus kommt allmählich, aber auch eher nur allein, wenn ich da mit Sigvald ihm entgegentrete. Ja, meine Begeisterung gegen diese Waldelfen hier immer wieder anzutreten ist gelinde gesagt nicht vorhanden. Komisch, Pia. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, ne? Also es ist ganz wild. Ganz wild. Ich hätte halt super gern eigentlich eine Todeshexe. Noch als Heldin, das würde ich mega feiern, aber. Aber weißt du, was ich auch gleich bekomme? Hm. Ich bekomme in 4 Zügen eine Hydra. Geil. Darauf freue ich mich extrem. Und eine Kari Abdis, und auf die freue ich mich auch, weil die wird mir die Drachen meiner Gegner töten, potenziell. Also das wird langsam alles so, wie ich das gerne hätte. Und dann wollen wir noch die schwarze Garde von Naggaroth haben. Darauf freue ich mich auch schon. Gute Einheiten für uns. Sehr, sehr gute Einheiten für uns. Es brennt dann schön. Du musst ja eigentlich dieses Chaoskrieger aufleveln. Du bist da schon eine Weile mit beschäftigt, weil wenn du die upgradest, werden sie wieder auf Level 1 resettet. Und fürs nächste Upgrade müssen sie jetzt Level 7 werden. Oder Rang 6 für Ritter. Da bist du schon eine Weile mit beschäftigt. Sage ich mal so. Aber ich kriege noch diese geilen Zinnkrieger, wenn ich möchte, hier später. Das ist später, also jetzt dann. Und die können auch zu Ritter des Zinnig werden. Das ist schon geil. Das ist eine sehr coole Mechanik. So. Oh, ich glaube, Wulfric der Wanderer schielt auf meine Territorien.
Der hat jetzt erst, letzte Runde hat er den Handelspakt beendet, jetzt den Nicht-Angriffspakt. Ich habe meinen Wochenplan auf Twitter, Broplayer. Morgen nicht, aber am Freitag wieder. Morgen hab ich tatsächlich frei. So, wie sieht's denn hier dafür, mit Trog aus? Dafür bist du am Start, hier meine quasi Feinde zu attackieren? Bist du tatsächlich? Am Freitag wieder Vollgas. Wenn auch mit recht schwachen Armeen, das ist nicht so gut. Hast du nichts Besseres? Hast du auch? Und da gehst du auch zu meinem Feind. Okay. Das finde ich gut. Da wird jetzt hier Marlos Düsterklinge vielleicht auch ein paar Überraschungen erleben. Oh, der ist schon hier. Ich dachte, der kämpft gegen meinen Vasall da oben. Der ignoriert. Okay. Du hast gedacht, ich hätte ein bisschen mehr Zeit. Gebe ich zu. Das ist natürlich suboptimal. Dreadlord of the Druki. So, dann gucken wir mal, ob die gleich Hallo sagen kommen. Ich bin gespannt. Ich hoffe es ja so ein bisschen, dass sie sich trauen. Setzen wir jetzt hier eine große Armee rein. Würde ich schön finden. Bisschen abhängen. Hallo Benitier, nee, nicht Dunkelelfen-Duo, Chaos-Fraktion plus Dunkelelfen, weil Morati hat ja quasi, ist ja die Muse von Slaanesh und Maurice auch spielt Sigvald, einen Dämonenfürsten von Slaanesh. So haben wir uns unsere Kombination gebastelt. Und hallo Salaster, du meinst, was hast du gewonnen? So, und wir entlasten. Eieiei. Das kann ich mir nicht leisten, tatsächlich. Aber so, ein bisschen ins Minus. Aber generell, okay, dass ihr für die Woche Bescheid wisst. Am Freitag spielen wir wieder Total War Warhammer, wieder so ab 14 Uhr. Halt, und am Sonntag spielen wir erst Elder Scrolls Online und danach Frontier, entweder Frontier Dingsbumsi oder Cult of the Lamp. Oder beides. Ah, da haben wir auch einen Wochenplan. Sehr schön. Also Sigvald ist noch kein Dämonenprinz. Ist er nicht ein Dämonenfürst? Ich weiß gar nicht, was genau. Oh, also er ist auf jeden Fall gesehen, für der schon so die Dämonen unterwegs. Marschiert. Ich dachte, der hat ja eigentlich meinem Verbündeten den Krieg. Ah, steht aber schon Prinz da. Also schon Prinz. Aber offensichtlich sieht er das nicht so. Wir spielen die Kampagne weiter. Genau. Das ist ein bisschen unverschämt. Wir spielen die Kampagne weiter. Deine ESO-Runde war gestern so entspannt. Aber ja, das machen wir am Sonntag weiter. Zum Start hoch in den Stream. Wir machen schauen, unsere Quest weiter passiert und finden raus, ob unsere ESO-Frau eine Affäre mit dem Großkönig hat. Ja. Du siehst auch hübsch aus. Ich fürchte, er würde es hier trotzdem angreifen. Ja, aber er belagert nur. Nur mit einem Trupp. Okay. Sigvald ist ein Champion. Der Prinztitel kommt aus seinem sterblichen Leben. Er ist kein Dämon wie Valkyr. Ja, aber Valkyr, haben wir vorhin gelernt, ist ja auch kein offizieller Chaos-Dämon oder zählt halt nicht dazu. Valkyr ist auch eine Sterbliche gewesen. Hier bringen wir eine knappe Niederlage. Kann ich noch rekrutieren? Verbündete rekrutieren geht noch. Das ist natürlich ein lustiger Weg, ihm ein Schnippchen zu schlagen. Puh.
tactical retreat. Puh, so kriege ich die also nicht. Fly, hatred. Meine Vision ist zu stark. Muss Sigvald so bewegen, dass er den nicht mit beiden angreifen kann. Das ist dessen. Hier muss ich hin. Und der kann gar nicht weit. Okay, also ich muss so am besten hier hin. Soweit es geht. Ja, der hat auch nur Fehlschläge, dieser Agent. Ey, das ist auch so eine Fehlinvestition gewesen. Also hier sollte er mich jetzt eigentlich ganz knapp nicht erreichen können. Jawohl. Oh, mein Rücken, ey. Eieiei. Dankeschön, Rakshi, für die 14 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Sigvald, Questschlacht geht jetzt nicht. Ich kann jetzt gerade keine Truppen verlieren. Seht doch, was hier Sache ist. Das ist. Aber die Questschlacht, Maurice. Mach die Questschlacht. Was willst du mir sagen, Pia? Du erstmal verarsche ich nur ein bisschen den Stream gerade. Ja, ich habe auch den Eindruck. So, jetzt gucken wir mal, ob meine Verbündeten vielleicht was machen. Was er jetzt vor allem macht. Er macht nichts. Okay, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Doch, er macht was. Was? Valkia greift an? Alter, aber wie? Warum kann ich da nicht zurück? Ach, weil ich... Mit dir. Wo ist die denn jetzt hergekommen? Nee, die habe ich ja attackiert. Okay, das wird jetzt eine mannhafte Niederlage. Das müssen wir kämpfen. Das heißt, wir sehen Valkia kämpfen? Ja. Oh, schade. Das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Für wen halte ich es jetzt? Also wir haben hier eine recht starke Armee. Schauen wir mal. Für wen halte ich jetzt? Mannhafte Niederlage müssen wir ja wohl gedreht kriegen. Bestimmt. Die hat auch nur Crap eigentlich, außer ihr selbst. Nee, das kriegen wir. Komm. In die Schlacht! Alter, ich hab mega Bock, die zu sehen. Das wird jetzt relativ spannend. Es ist relativ ausgeglichen. Wir haben ganz gut Artillerie und so. Ja, meine Truppen sind im Eilmarsch. Ja, genau. Das ist, ja, ich hab nicht gedacht, dass sie hier schon ist, tatsächlich. Alter, einfach 20 Subs reingeschenkt. So, vielen aber auch Dank für die eine gute Position. Gib dir das mal. Wir sind hier weit Dankeschön, oben. Dankeschön, das ist ultra süß. Artillerie-Dinger von vielen dem lieben Dank für den Support. Schau dir mal das Portal da im Hintergrund an, das man sieht. Oh, cool. Das ist eine sehr schöne Karte. Und danke nochmal, wie gesagt. Vielen, vielen lieben Dank. Wie stellen wir uns hier auf? Wir haben natürlich eine Frontlinie an Chaoskriegern. Wir haben die Kavallerie würde ich dir geben und vielleicht den Magier. Kann der auch reiten inzwischen? Ja. Also es ist ein bisschen Fernkampfkavallerie, ein bisschen Nahkampfkavallerie. Dann haben wir hier, unser Held versteckt sich vielleicht mit denen hier gleich im Wald, wenn er kann. Wir haben noch ein paar Barbaren hier so, die Flanke halten können. Und wir haben noch Horrors. Also wenn sie hier hoch will, muss sie wirklich einen Preis bezahlen.
So. Me here. Was versuche ich im Wald zu verstecken? Gut. Oh, du hast mir so einen Zauberer gegeben. Genau, Zauberer und Fernkampfreiter und einen Trupp Ritter. Okay, dann lass mich mal ganz kurz reingucken, wer war wie was macht. Jo. Okay. Oh, gut, dass ihr sagt. Die Artillerie hat ja verschiedene Geschosse. Und das ist gegen Infanterie und das ist gegen große Feinde. Sehr richtig. Okay, ich bin ready, ready. Jawohl! So, jetzt schießen wir nämlich hier direkt drauf. Und zwar am besten auf die Chaoskrieger. Nicht auf die schäbigen Barbaren. Sie ist auch erst Level 11, ist also nicht ganz so schlimm. Sie verschwendet ein bisschen Zauber auf unsere Horrors, die ja eh ein Schild haben. Das ist auch nicht das Schlechteste. Wir behaken sie. Oh, das war ein schöner Zauber da unten. Immer gerne. Wir machen denen schon so viel Schaden, bevor sie ankommen. Was macht ihr denn? Warum plänkelt ihr? Nein. Greift doch Valkia an. Oh, dieses Auge. Das ist sehr schön, ja. Gut, ich bin noch nicht ganz... Ach, hier, die KI hat ihre Chaoshunde hierhin bewegt. Okay, dann... Ich bin da dran, ich hab die im Griff. Ja, geil, geil. Jetzt kommen sie. Oh, sie haben hier noch was. Das ist... Oh, was kommt das denn her? Nein! Das ist doof, das habe ich nicht gesehen. Das ist ein blöder Flankenangriff hier tatsächlich. Wo? Von rechts kam einer, den habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Und Valkia selbst hat meinen Helden ziemlich gut weggehauen, obwohl der auch auf Nahkampf spezialisiert war. Wo sind die? Die hier auch, okay. Schön. Valkia macht mir da so ein bisschen Probleme gerade auf der Seite. Ja, die ist wirklich krass stark. Die hat auch meinen Nahkampfhelden richtig weggehauen. Vielleicht müssen wir die ein bisschen kiten mit diesen Fernkampfreitern oder sowas. Ich mach der basically keinen Schaden. Ja, ich versuche jetzt gerade die... Ich versuche gerade die... Ja, diese Ritter des Messinghorns müssen da erstmal raus. Die sind richtig unangenehm. Ja, ich versuche mit meinem Helden mal rein. Der versucht, die zu machen. Gut, nee, die... Ballisten machen da gegen Valkia auch überhaupt nichts. Haben wir schon wieder so eine Heldin, die einfach keinen Schaden nimmt. Ja, du hast halt nicht meine guten Bogenschützen gebaut. Das stimmt, ja. Die sind in der anderen Armee. Na wohl.
Dafür gewinnen wir hier diese Schlacht. Dankeschön, Ismia, übrigens. Vielen lieben Dank für die 56 Monate. Willkommen zurück. Glaube ich, mein Held ganz gut. Die sollten sich mal zurückziehen hier, glaube ich. Ja. Was soll ich sagen? Das sieht alles nicht so gut aus hier gerade. Ja. Hast du Valkyr unterschätzt? Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist, aber die ist ja auch erst Level 11, ne? Und macht halt auch schon wieder einfach. Nimmt halt keinen Schaden von nix. Aber wir haben nagender Zweifel jetzt auf ihr. Vielleicht hilft das. Sehr gut. Ja, er muss, glaube ich, mal weg hier. Ich meine, ihre Infanterie flieht halt in alle Winde jetzt gerade, da rechts. Die haben sich wieder regeneriert, das ist gut. Also wir haben jetzt gerade eine richtige Fluchtwelle bei den Feinden. Ja. Ich versuche die einfach weiter runter zu buffen, ne, mit Magie. Ja. Und hofft, dass es irgendwas hilft, aber das Gefühl wird immer stärker. Die hat eine Führerschaft von 120 gerade. Das ist suboptimal, gebe ich zu. Und eine Rüstung von 115. Alter! Die hat eine Rüstung von 115. Mit meinem Zauber hat sie unter Anführungszeichen nur noch 85. Like, what the fuck? Ich versuche, die anderen Helden wegzuhauen. Oh, wir müssen rennen. Ja. Ah. Lauf. Lauf. Ja, ich komme nicht gegen die an, ne? Ja, ich auch nicht. Wir haben nicht wirklich irgendwas, was ihr Schaden macht. Aber zumindest hat sie mehr Schaden bekommen als Hellebronn. Ja, das stimmt. Man sieht eine Schadensanzeige, das ist ja... Das ist ein Fortschritt, ja. Alter. Ass. Schade, das ist jetzt... Oh, es ist genau die Armee, die gerade die ganzen Chaoskrieger hatte, ist jetzt gewiped. Das war richtig blöd. Da hatte ich keine Vision, da habe ich nicht gesehen, dass die da direkt kommt. Schade. Das war schade. Ja, krass, wie stark die ist. Jetzt wendet sich auch das Blatt bei den Einheiten tatsächlich. Und die ganzen Chaoskrieger rennen alle davon. Schade, ich dachte, wir würden das mit... Wir geben nicht auf. Ich dachte, wir würden das mit diesem Fernkampfvorteil von da oben... Ich meine, wir haben ja echt viel von ihr einfach schon dezimiert, bevor es ankam, so an Truppen. Ja, aber das, was ankam, hat halt gereicht. Da hatte ich tatsächlich gedacht, ey... Bist du im Marsch? Voll. Ja. Das heißt, es ist eh egal, ob die Sachen sterben, weil sie überleben eh nicht. Ja, die werden eh gewiped. Ah, schade um deinen Zauberer. Ja. Yep. Das ist echt schade um diese Armee. Die hatte ich echt mühsam hochgelevelt. Das war wirklich blöd. Dass ich habe da einfach gar nicht gerade mit einem Angriff gerechnet. Ich dachte, wir sind noch gar nicht in Feindesland und so. Das war echt nicht gut. Da hat sie mich wirklich eiskalt erwischt. Ich war halt voll auf den anderen Kampf da unten rechts fokussiert. Und jetzt hauen sie uns hier mit ihren paar Helden halt einfach weg. Die Truppen sind ja alle tot von ihr, ne? Das sind nur noch die Helden. Ja, aber... Ihre Helden sind die Anzeige, so.
Das ist schon krass. Schade. Alter, oh, das tut echt weh. Das hat mich jetzt gerade richtig gefickt. Das tut echt weh, die Armee zu verlieren. Die war halt gerade endlich aufgelevelt. Also die hat halt endlich was getaugt. Und diese ganzen Helden, die ich da mühsam hochgelevelt habe, das war richtig schlecht. Alter, war das blöd. Passiert. Ich hab da echt nicht mit gerechnet, dass die da direkt angreift. Der sollte halt eigentlich nur noch ein bisschen aufräumen. Und ist halt jetzt einfach gewiped. Alter Schwede, das ist hart. Das ist wirklich hart. Ja, fuck. Ah. Das wirft mich halt so übel zurück gerade einfach. Alter Schwede. Dafür hau ich den hier jetzt weg. Dreadlord of the Druki. So, dafür habe ich jetzt wieder richtig viel Geld. Auch was. Komme ich hier rüber? Nee. Dafür ist jetzt Malus hier, was auch nicht optimal ist. Und ich würde hier eine knappe Niederlage beim Ausfall bekommen. Aber es heißt auch, dass er nicht wirklich angreifen kann. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. Mit Sigwald. Und machen das dann hier nächste Runde. Legendary Rang. Enter these confines. Ja, müssen wir uns halt um Valkyr auch kümmern. Alter, das tut so weh, alles dieses Aufgelevelte zu verlieren halt. Mit dem Volk erst recht. Das Böse. Death Hag, Heartless Hag. Jetzt müssen wir eigentlich uns auf die Ogre verlassen. Kommt, auf geht's. Jetzt schlägt die Stunde der Ogre. Jetzt können sie mal zeigen, was sie können. A would-be traitor amongst us. So. Ich baue eine weitere Armee. Ein neuer Tag, eine neue Armee. Weil wir uns jetzt gegen den Gruftkönig parallel darstellen müssen. König Rachoshen. Und ich möchte an dieser Stelle feierlich verkünden, dass ich ab jetzt eine Todeshexe habe. Das ist ja schön! Ich hab nichts auf dieser Welt! Nichts, Pia, hörst du? Ja, das ist nicht so gut. Ja! Du bringst es auf den Punkt! Ich meine, es tut mir ja auch leid. Das ehrt dich. Ey, das war wirklich einfach Dummheit. Ich war komplett auf die andere Front fokussiert und dachte, ah, geh da mal schnell noch hin und dann irgendwann geht's zu Valkyr und dann war sie einfach suddenly da. Aber ist doch schön, jetzt kriegen wir am Freitag noch ein bisschen Valkyr-Gameplay zu sehen. Ja, schön! Wundervoll! Großartig! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Maurice ein bisschen pissig ist gerade. Das ist alles wundervoll. Es ist so toll, was wir alles noch Tolles zu sehen bekommen.
Die Charaktere, mit denen man spielt, haben feste Startpositionen in Lunatic. Das heißt, weil das ja alles quasi Storyline-technisch wichtig ist, das heißt, die Morati startet quasi immer bei Quintix. Weil die auch laut der Lore nach Quintix verbannt wurde von ihrem Sohnemann. Aber ich glaube, diese Helden, die waren alle schon so, die waren nahe dran an der Unsterblichkeit von den Stats her. Ich glaube, ich weiß nicht, Level 10 oder 15, ich glaube, ab 20 kriegst du es ja. Also die waren halt echt lange aufgelevelt. Das hat mich richtig übel zurückgesetzt. Ich habe 1200 Gold ausgegeben, damit Malekith mit mir ein Friedensbündnis, ein Nichtangriffspakt eingeht. Und den hat er gerade spontan beendet. Wow. Ja, finde ich auch super. Also, finde ich auch super. Aber wenn mein Sohnemann sich mit mir prügeln möchte, dann kann mein Sohnemann sich mit mir prügeln. Die kam da mit einer zweiten Armee ran. Ich weiß halt jetzt nicht, ob die zweite Armee... ich weiß nicht, ob die zweite Armee im Sprint ist, quasi. Die Frage ist halt, schaffen wir diesen Kampf? Es steht halt knappe Niederlage dabei. Aber ich glaube, dass wir das gewinnen, wenn wir das richtig machen. Lass es uns probieren. Jawohl. gegen zwei Armeen. Ja. Das ist mutig. Ja. Aber, ja. Aber es ist auch nicht schlimm, weil ich baue gerade, ich habe drei Armeen gerade. Ich baue gerade parallel zwei andere Armeen hoch. Das heißt, auch wenn ich wipen sollte, ich habe ab nächsten Zug Hydras. Das heißt, ich kann meine Monster-Armee gleichzeitig hochziehen. Sehr gut. Die Chaos-Träger haben echt ein bisschen das Problem, dass du so deine Basic-Einheiten extrem schwer ersetzen kannst, lustigerweise. Weil du halt, also ich habe jetzt halt 6 Chaos-Krieger-Trupps über 10, 20 Runden hochgelevelt und sind jetzt alle weg. Jetzt kann ich 1, 2 neue Chaos-Krieger pro Gebiet rekrutieren. Das tut wirklich übel weh. Das ärgert mich gerade richtig krass. Ich habe da so viel verloren, wo ich 10, 20 Runden aufgebaut habe. Und bin jetzt so krass zurückgesetzt, kann nur so billige Scheißbarbaren wieder bauen. Das ist so übel. Einfach wegen so einem Moment der Unachtsamkeit. Aber ist natürlich auch nur fair, ne? Hätte ich ja nicht da in Marschstellung hinmarschieren müssen. War schon greedy. Ja. Ohne es war gar nicht greedy. Ich dachte einfach nur, ja, der bringt sich schon mal so langsam in Stellung für irgendwann, gehen wir dann dahin. Und dann war der Krieg auf einmal vor der Haustür. 1:47, Alter. Wir werden das, glaube ich, verlieren. So, wie stellen wir uns denn auf? Was ist der Plan? Drauf. Viel mehr Plan als drauf habe ich nicht. Wir müssen drauf. Ich bin gemutet, upsi. Ich habe gesagt, drauf. Wir müssen drauf. Drauf. Viel mehr Plan habe ich nicht. Okay. Ich glaube, wir werden das verlieren, tatsächlich. Aber... Erfahrungsgemäß tatsächlich die Drauf-Strategie, bevor die Verstärkung kommt, das klingt immer so gut, das hat bei mir auch noch nie funktioniert, leider. Aber nicht draufgehen funktioniert auch nicht. Das stimmt. Ich bin gleich fertig, Kalle, tatsächlich, aber Immortal Empire's Duft hat ein bisschen gekickt. Weil die gehen auch drauf. Die gehen nämlich jetzt schon drauf, die sind jetzt schon in Range mit ihren Scheißfalken. Einfach frontal drauf, tatsächlich. Natürlich zieht sich der Feind auch noch zurück. Ja, aber das ist gar nicht so schlecht für uns, weil dann kriegen wir diesen kleinen Berg hier. Aber wäre Schwierigkeit, wir spielen auf sehr schwer und sehr schwer für beides. Und leiden gerade ein wenig dafür. Das ist wahr.
Ach komm, hört doch auf zu rennen. Feigenhunde. Dass die da so weit wegrennen, auch vor uns. Ich meine, wie weit möchtest du noch in die Ecke rein? War nicht ganz optimal gesetzt. Mit der Klinge. Das sieht nicht gut aus. Nee, nee, nee. Das sieht gar nicht gut aus. Stärkeberechnung da oben, oh Gott. Nee, nee. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, mein Spiel ist, glaube ich, gecrashed. Ah, nee. Geht wieder. Wir sind wieder da. Mein Spiel ist wieder gecrashed. Mein Spiel leckt sich gerade des Todes durch bei den Zauberkräften. Ich kann nichts drücken. Jetzt. Jetzt wieder? Geht wieder was? Boah, das ist ätzend. Wenn da dazwischen nichts mehr geht. Aber ich glaube, das hätte jetzt auch den Braten nicht fett gemacht, tatsächlich. Ich hab aber nicht gecheckt, dass ich gemutet bin die ganze Zeit. Ich hatte halt Lex leider gerade mittendrin, das heißt, ich konnte einfach keine Zauber wirken. Ah, und blöd. Hab einfach deren Zauber in dazwischen. Also ich habe gar nicht mitbekommen gerade, wie ich gestorben bin. Ich hatte einfach quasi ein paar Lex und danach war so, okay, deine halbe Armee ist weg. So, okay, cool. Sobald dieser grüne Zauber von dem Drachen kam, hat's reingelegt. Vieles gegen uns. Ja, aber ja, das war krass. Interessant, wie irgendwie immer, ich weiß nicht, es wirkt auch fast jetzt wie Absicht, wie immer, wenn sich der Stream dem Ende zuneigt, kriegen wir noch mal so eine richtige... Es lief ja jetzt wirklich stundenlang durchweg eigentlich gut. Und ganz am Ende so, nee, jetzt kriegen wir noch mal richtig beide auf die Fresse. Aber es ist ja eigentlich auch gut, weil so kriegen wir immer gute Cliffhanger für die nächste Runde. Absolut. Also für mich ist es nicht schlimm. Ich habe ihn ja davon ausgegangen, ich habe halt gedacht, ich probiere es und guck mal, ob die Stärkeberechnung halt falsch ist, so. Sie war nicht falsch. aber ich finde es nicht schlimm, weil ich ja eh, wie gesagt, gerade noch zwei andere Armeen baue parallel. Und ja, einfach ab morgen so, Drachen habe. Bei mir ist es so, von der reinen Spielstärke her erhole ich mich relativ easy davon mit Geld und sowas. Mich nervt es nur, dass ich es nicht hinkriege, mal jetzt ein paar von diesen Chaoskriegern hochzuleveln. Weil ich die eigentlich mal benutzen will. Ich muss halt immer andere Einheiten benutzen, was auch funktioniert, weil ich kriege ja genug Dämonen geschenkt und du kriegst diese aufstrebenden Champions und sowas. Aber ich will mal die normalen Chaoskrieger, so eine ziemlich Slaanesh gemischte Chaoskrieger-Truppe haben und krieg das partout nicht hin und das nervt mich total. Weil du es immer verlierst quasi davor wieder. Ja genau, immer dann, wenn sie halt über nach 20 Runden aufgelevelt sind, dann kommt die Schlacht, wo ich wipe. Das ist total nervig gerade. Ich bin ja selber schuld. Also ich sag gar nicht irgendwie schlechte Mechanik oder sowas. Das war jetzt wirklich gerade einfach mal wieder ein klassischer Weber-Move. Aber es nervt mich. Ich lass das schnell durchlaufen. Wir verlieren das. Ja, ja. Krass, habe ich nicht gedacht, dass die mich so niederwipen. Also damit habe ich absolut nicht gerechnet. Please. Go. Ja. Das war krass. Ja. Das war echt deleted. Holy shit. Das war echt richtig krass deleted. Die werden noch ein größeres Problem werden, die zwei Geschwisterchen da. Ich hab auch den Eindruck. Aber ehrlich gesagt, lieber Waldelfen als Hochelfen. Kämpfe ich zumindest gegen Einheiten, die ich schön finde. Richtig nochmal Shade hier nebenbei. Die sind schon auch krass, ja. Ja, jetzt haben sie mich halt nochmal geholt und jetzt swipe ich. Und Stadt noch schön niedergerissen. Wundervoll. Ich hoffe, du machst schöne Sachen. Ich meine, ich müsste jetzt eigentlich den Malus dafür noch ganz gut kriegen. Weil der hier so zwischen meinen zwei Armeen gerade steht.
Aber dann können wir ja hier eigentlich jetzt ein gutes Ende ziehen, oder? Wir haben hier gerade irgendwie die wilde Jagd beginnt. Ist das eins von diesen Endgame-Events? Weil die wilde Jagd ist eins. Aber es ist viel zu früh dafür. Also Orion will jetzt hier noch aggressiver gegen... Ich meine, wir sind weit weg von dem. Aber es ist trotzdem ein Waldelfen-Event. Dass Waldelfen aggressiver werden, ist vielleicht nicht so gut. Ich würde zum Abschluss gerade nochmal gucken wollen, ob ich den Malus hier jetzt noch kriege mit meinen Armeen. Weil der nervt mich doch sehr. Wenn ich jetzt hier hingehe und dann Sigwald auch noch drauf haue, dann kriegen wir einen Pyrrhus-Sieg. Aber es ist... Oh, es wiped hier relativ viel. Was hat er denn so? Das können wir vielleicht nächstes Mal direkt zum Anfang kämpfen. Mhm. Gegen Malus, dann haben wir einen guten Start. Genau. Und weil es ist jetzt ein, es gibt uns einen Pyrrhus-Sieg, aber wir haben zwei Armeen. Ich glaube eigentlich, dass wir das. Ich speichere einfach direkt mal hier und ziehe mich jetzt hier nochmal zurück. Und kann dann, glaube ich, auch nochmal Truppen rekrutieren eigentlich. Aber eigentlich nicht, weil Geld und so. Das müsste dann eigentlich gehen. Und dann geht's nächste Runde. Okay, er kommt hier nämlich auch schon mit ganz vielen weiteren Armeen. Das ist ganz gut, dass wir ihn hier abfischen. Geht es hier gegen und Valkia kommt halt von oben. Ne? Das wird alles noch interessant hier. Also ich freue mich. Ich habe nämlich tatsächlich ab nächste Runde endlich meine Hydra. Die mir einfach schon so lange geschuldet wird hier. Möchtest du den Zug jetzt quasi noch machen, die Runde, oder? Nee, ich hätte gerade nur noch, ich habe noch einen Rebellen hier abgefischt und dann würde ich jetzt einfach an dieser Stelle. Dann kann ich meinen Zug nächste Runde machen, ne? Genau, genau. Okay, perfekt, weil ich muss ein bisschen jetzt nachdenken, was ich wie wo mache, weil ich habe 8000 Gold zur Verfügung. Ja, nee, genau, wir machen jetzt hier diesen Cliffhanger. Und sehen uns Freitag wieder. Am Freitag um 14 Uhr wieder, um weiter für das Gute in der Welt zu kämpfen, wie es Sigwald immer tut. Ah, es hat super viel Spaß gemacht, ey, holy shit. Ja, auf jeden Fall. Gott, ich liebe dieses Spiel so sehr. Auch wenn es mich etwas irritiert, dass wir es immer zum Ende hinkriegen, nochmal irgendwie auch gefühlt immer so beide gleichzeitig so richtig reinzuwebern. Vielen lieben Dank, das ist total nett. Nachdem wir jetzt eigentlich richtig gutes Gameplay heute hatten, weitgehend. Es sind, wenn man nach 8 Stunden das Gehirn einfach aussetzt, das ist halt, das darf das passieren. Das ist ja auch normal, es ist menschlich, das macht uns sicher auch nur noch sympathischer, ne? Weil Perfektion wie Sigwald ist ja auch unsympathisch irgendwo, es hat man gesehen, wie wenige auf seiner Seite sind hier immer im Chat, deswegen ist das vielleicht auch irgendwo Absicht gewesen. Auch wichtig, gut. Ja. Genau, genau. Und dann, Pia, es war mir ein Fest. Dankeschön und ebenfalls. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis Freitag. Tschüss. Ja, bis dann. Adios.